Als nächster Herr Abgeordneter Wolfgang Klinger, Ingenieur, bitte. Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Minister, Kollege Pilz, wenn Sie hier in diesem Haus von ordentlich und sauber sprechen, dann hat das, glaube ich, einen ganz besonderen Beigeschmack. Und wenn Sie der Freiheitlichen Partei vorwerfen wollen, dass wir umgefallen sind, dann schauen wir mal nach den nächsten Wahlen, ob da nicht die Partei der Pilze völlig am Bauch liegt. Und zur Souveränität Österreichs im Zusammenhang mit CETA. 85% der Gesetzgebung haben wir bereits nach Brüssel transferiert. Ich erinnere nur an die Gurkenkrümmung, die Pommes frites-Bräunung oder was sehr bestimmend ist in letzter Zeit und für mich völlig unverständlich, ist die Datenschutzgrundverordnung, weil einfach nicht durchführbar. Also das heißt im Klartext, wir haben sehr viel nach Brüssel transferiert und wir haben dann 2009 durch Faymann, der Kommission auch durch Faymann, den Auftrag gegeben, dieses CETA für Europa auszuverhandeln. Und in allen Gesprächen, die ich damals geführt habe und die ich bis heute geführt habe, ist eines wieder zutage gekommen, dass dieses Verhandeln mit CETA völlig transparenzlos war und wesentlich mehr Information für alle Bürger und Bürgerinnen gebraucht hätte. Der Auftrag, wie gesagt, CETA zu verhandeln, ist im Jahr 2009 ergangen. Und 2011 wurden dann diese Schiedsgerichte, ich werde darauf noch zurückkommen, implementiert in diesen Verhandlungsauftrag. Sie sprechen uns pausenlos aus der oppositionellen Seite an, dass wir diese Volksabstimmung zu CETA gefordert haben. Ja, das stimmt, das haben wir. Ich brauche jetzt nicht weiter eingehen, wie weit eine Möglichkeit zur Volksabstimmung für die Freiheitliche Partei gegeben gewesen wäre und welche Folgen daraus resultiert hätten. Nämlich keine Volksabstimmung und keine schwarz-blaue Regierung mit all den Erfolgen, die hier nachzuweisen sind. Und wenn wir nun zu CETA kommen, also die SPÖ tut jetzt so, als wenn sie in diesen Kernsachen nie dabei gewesen wäre. Mir kommt es so vor wie eine Kindesweglegung im höchsten Grade, weil man jetzt auf einmal alles anders möchte und mir nichts verantwortlich zeigt, was man selber ausverhandelt hat. Und es ist schon ganz wesentlich, dass zwischen hochentwickelten Staaten oder Staatenverbänden es auch notwendig ist, entsprechende Handelsreglemente abzuschließen. Die Schiedsgerichte, die dabei entstanden sind und die so heftig kritisiert wurden, haben sicherlich auch eine wesentliche Berechtigung. Eine wesentliche Berechtigung, dass an neutraler Stelle, so wie jetzt möglich, entschieden wird, wer Recht bekommt. Und was für mich ganz wichtig ist, wenn eine Partei jetzt Recht bekommt, was früher nicht der Fall gewesen wäre, dann hat sie auch das Recht, die Kosten in diesem Verfahren zu erhalten. Das ist ganz wichtig dahingehend, weil es sonst nämlich nur möglich gewesen wäre, dass jene sich durchsetzen, die das meiste Geld haben. Die Daseinsvorsorge wurde schon angesprochen. Ich glaube, dass wir hier sehr gut verhandelt haben und dass diese Daseinsvorsorge für Österreich, was Gesundheit, Umweltschutz und alle Standards im Arbeitsrecht betrifft, auch in Zukunft eingehalten werden. Zu Belgien, zum Gutachten, das von Belgien angestellt wurde, sagen die meisten namhaften Experten, dass nicht zu erwarten ist, dass der EuGH dieses Verhandlungsergebnis mit CETA kippen wird. Und wenn doch, dann wird es diesbezüglich Nachverhandlungen geben. Und ein Hinweis an jene, die jetzt so polemisch hier aufstehen und gegen dieses Verhandlungsergebnis wettern. Es wäre oft besser und intelligenter gewesen, nicht zu sagen, als das, was gesagt wurde. Und im Übrigen,
an Pilz, Rossmann und Leichtfried. Der Souverän wird das nächste Mal entscheiden, wo die FPÖ stehen wird und niemand anderer. Sagt Wolfgang Klinger, ein Oberösterreicher aus Galspolzhofen.